Das war auch 47? Wir wussten es. Wir waren uns sogar so sicher, dass wir eine internationale Eingreiftruppe auf ihn angesetzt haben. Angenommen, dieser Mann existiert. Er ist nur ein Killer. Was ist so besonders an ihm? Besonders? Er ist der perfekte Klon. Seine DNA ist eine Bauanleitung für alle Klonlabore dieser Welt. Wenn Mr. 47 einem Schurkenstaat in die Hände fällt, ist es nur eine Frage der Zeit, bis eine Klonarmee die Welt überrollt. Ihre öffentlichen Äußerungen gegen das Klonen, geht es Ihnen darum? Natürlich. Aber man kann das Klonen doch nicht generell verteufeln. Die medizinischen Fortschritte, die mögliche Behandlung von... Die Medizin wäre wohl kaum ein Segen, wenn wir die Sklaven einer Diktatur der Klone wären, oder? Unter uns, Jack. Das ist nicht Ihr Ernst. Und ob das mein Ernst ist? Deshalb mussten wir 47 eliminieren. Solange er frei herumlief, war er zu gefährlich. Warum haben Sie nicht seinen Schöpfer gesucht? Das haben wir. Aber sobald ihm unsere Leute zu nahe kamen, wurden sie getötet. Von 47? Sehen Sie selbst. Genau, das... 31. März 2014. L45. Tut mir leid, dass wir uns so treffen müssen. Das ist verdammt gefährlich. Normalerweise sind Sie vorsichtiger. Was ist los? Wir haben in der Agentur einen Maulwurf. Hier Ihre Unterlagen. Danke. Ich sehe sie mir später an. Was macht denn Ihre Wunde? Sie verheilt. Sind wir fertig? Eine Sache noch. Wir konnten die Zielperson nicht identifizieren. Allerdings ist in der Klinik ein Agent, der Bescheid wissen müsste. Sie müssen ihn da rausholen, damit er uns sagen kann, was er weiß. Das erhöht mein Honorar. Das ist mir klar. Nehmen Sie. Designerdrogen? Die Klinik entlässt ihre Patienten nur, wenn sie trocken sind oder tot. Damit versetzen sie unseren Freund in einen scheintoten Zustand. Geben Sie ihm das Gegengift, um ihn zurückzuholen. Was, wenn der Kerl schon tot ist? Sie machen das schon, 47. Ihr Honorar wurde bereits überwiesen. Das ist sehr schön. Und ja, dann auch herzlich willkommen bei Let's Play Hitman Blood Money. Wieder zurück hier mit mir, Ingo Viva, und wir müssen einen Agenten sicherstellen. Genau, indifizierender Ziel. Natürlich auch wieder fliehen. Waffe auswählen. Hat sich seit Tagen nicht mehr gemeldet. Die Klinik entlässt ihre Patienten nur geheilt oder tot. Genau. Agent Smith. So heißen sie, glaube ich, alle in meiner Amerika. Die ganzen Agenten. Egal was für ein Film. Immer. So, und hier sind wir in einer Psychoklinik, also in einer Erziehungskur. Und, ja, wie gesagt, schon das Video verriet, wir müssen halt einen Zeugen rausholen aus der ganzen Sache hier. Das wir natürlich auch machen werden. Wie gut, dass ich schon weiß, was da noch so für Nebenquests noch zu machen sind. Und die werden wir natürlich auch nacheinander jetzt versuchen, erfolgreich hinter uns zu bringen. Nein. Genau, drehe ich wieder um. Opfer. Scheiße. ich glaube, er möchte... Genau. Dass ich das so mache. Und zwar die Einweisungspapiere. Man kann natürlich auch einen anderen Weg jetzt nehmen, aber ich glaube, wir wählen mal den unauffälligsten Weg. Ob er uns gelingt, ist die andere Sache. Mal schauen. Ist auf jeden Fall ein geiles Gebäude hier, so mitten in so einem komischen Wald. Ja. Erstmal kurz die Tür finden. Was war denn die Tür? Wo war die Tür hier? Ah, die Tür war da. Hat Sie dieser neue Doktor über den Patienten in der Isolationszelle informiert? Moinsen. Na, dieser unfreundliche mit dem kalkweißen Gesicht. Guten Morgen. Sie wohnen im Zimmer A. Bitte ziehen Sie jetzt einen unserer Morgenmäntel an und geben Sie Ihre Kleidung und Ihre persönlichen Gegenstände hier ab. Machen wir doch gerne, Liebe. Alle Weiber sehen gut aus.
Danke. Tür zu machen, dürft ihr nicht gucken, was ich für einen Schwengel hab. So, Bademantel anziehen. Wir wollen auch ein Patient werden. So, jetzt müssen wir aber kurz nochmal gucken, dass wir diese Waffe fallen lassen. Genau. Weil es gibt einen Grund dafür, für die ganze Sache. Und zwar hier. Ich muss sie durchsuchen, Sir. Genau. Einmal piep, 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 piep machen. Piep, piep. Danke, Sie sind sauber. Jo, bitte. So, jetzt sind wir auch hier drin. Und wie gesagt, es gibt noch ein paar andere Zielpersonen, die jetzt noch nicht in unserer Informationsleiste drin sind. Unser Verdächtiger, wir können ja mal schon mal gucken, der befindet sich irgendwo hier. Aber ist egal. Ist jetzt egal, wie wir es eigentlich anstellen. Aber ich würde sagen, wir machen es so, wie es eigentlich nicht geplant ist, sondern erstmal das andere. Er läuft ja nicht weg. Genau, und wieder umziehen. Zack, jetzt sind wir ein Therapeut und wir werden jetzt ein bisschen therapieren. Mal gucken, ob da schon einer ist. Ne, ist auch keiner da. Wie gesagt, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, irgendeinen umzubringen. Das ist jetzt so eine Sache, die ruhige Art. Mal gucken. Ne, wo sind die denn alle? Ah, da ist einer auf jeden Fall. Die werden auf jeden Fall schon mal angezeigt. Ist auch ein bisschen komisch eigentlich. Ich habe sie überall gesucht, verdammt. Um diese Zeit habe ich immer meine Sitzung. Ich komme in ihr Büro. Lassen Sie mich nicht warten, okay? Nein, mache ich nicht. So, dann gehe ich schon mal ins Büro. Und werde mich natürlich seiner annehmen. Ich habe schon beim letzten Mal gesagt, es ist echt scheiße. Eigentlich irgendwie... oh, wo bin ich denn? Ich bin weg. Ne, da bin ich wieder. Wieder weg. Das ist natürlich geil. Ich habe aber letztes Mal gesagt, dadurch, dass man weiß, was halt im Spiel so vorkommt, und das schon öfters durchgespielt hat, ist es echt schwierig, nichts zu verraten. Und ich verrate ja auch nicht, soll ich Spoiler jetzt auch gar nicht, weil ihr wisst ja auch gar nicht, was ich noch so zu machen habe. Ich habe auf jeden Fall nur ein bisschen so angedeutet, dass es noch ein paar andere Aufgaben gibt. Gucken, wann das Opfer kommt. Entweder ist es das Opfer? Keine Ahnung. Mal schauen, wenn er jetzt hier durchgeht, dann ist er's. Ja, da ist er. So, ich nehme schon mal hier einen Bacon. Ach, Bacon sage ich schon. Bagel. So heißen die Dinger doch. Oder? Da ist er. Nehmen Sie schon mal Platz. Ich komme gleich. Räusper, räusper, räusper. Da sagt, guck, und er kann mich nicht sehen. Das ist natürlich richtig geil. Das ist mir am Anfang des Spiels gar nicht aufgefallen, wo ich das erste Mal gezockt habe. Stand er so? Oh. Das war ein Fehler. Gut. Hallo und herzlich willkommen. Das war ich schon immer. Wut, das ist wie eine Droge, okay? Ich meine, das liegt im Blut. Steigt dir in den Kopf. Damit hat er jetzt auch nicht gerechnet, dass ich da kommen werde. Körper ziehen. Wir wollen ja auch... Nicht, dass er entdeckt wird. Muss er ja immer machen. Immer wegbringen. Und, ja. Ich weiß jetzt gar nicht, wenn ich jetzt meine Waffe holen würde, ob er mich trotzdem durchsuchen würde, der Polizist. Aber ich glaube, als Professor, also als Therapeut, denke ich mal nicht. So. Und ab. Wieder nach unten. Hey Doc, Zeit für meine Sitzung, oder? Jo. Keine Eile. Ich gehe schon mal in ihr Büro. Okay. Genau, das ist zum Beispiel die zweite Person, die wir jetzt eliminieren können. Müssen wir nicht. Wir können sie jetzt auch alle hier sitzen lassen. Ich habe einmal den Fehler gemacht, dass ich den Anfangstypen, den da und den hier sitzen hatte und die saßen gegenüber. Und das ist natürlich richtig scheiße, die jetzt dann nacheinander abzuknallen. Also musste ich mir die Waffe doch... Ich habe mir was anderes angezogen. Dann habe ich halt als Polizist verkleidet, dann halt hier so ein bisschen tak-tak gemacht. Mal gucken. Ah, da kommt er schon. Ah, ein bisschen zügiger unterwegs, der Freund hier. Nee, doch nicht. Ist er doch nicht. Da kommt er erst. Ah, der kommt durchs Hintertürchen. Genau, das war auch mal eine Sache. Ich stand hier und war die ganze Zeit immer hier so am Gucken und dachte mir, ah, jetzt kommt er doch gleich durch die Tür und durch die Tür. Und hab gar nicht bemerkt, dass er da kam. Cool, er weiß aber, dass ich hinter der Scheibe bin. Aha. Patient bewegt sich sehr komisch.
Stock im Arsch. Ja. So. Dann sit down, please. Okay. Worüber haben wir beim letzten Mal gleich wieder gesprochen? Ist mir egal. Ist mir so Latte, was du gesagt hast. Was du mit mir besprochen hast. Na gut, das sah jetzt ein bisschen unrealistisch aus. Ich glaube, wenn ich einen von euch am Fuß packen würde, oder ihr mich, ich glaube nicht, dass ich so durch die Luft schwingen würde. Und den natürlich jetzt auch wieder verstecken. So. Und ab wieder nach unten. Ah, Professor, ich habe gerade zwei Patienten von Ihnen leider doch so ein bisschen in die Mangel genommen. Ah, kacke, jetzt muss ich mal gucken. Weil alle gute Dinge sind drei. Und das werde ich natürlich jetzt auch mal dann machen. Blubberblättchen. Hm, oder was? Nee, doch nicht, so eine Pflanze. Scheiße, wo ist das denn? Auch nicht. Da muss ich jetzt mal echt gucken, wo der ist denn, der nächste. Kacke. Mal schauen, ob er oben noch ist. Da, mal schauen, ist er das? Hat Ihnen niemand gesagt, dass ich um diese Zeit immer meine Sitzung habe? Ich bin dann in Ihrem Büro. Lassen Sie mich nicht warten. Lassen Sie mich bloß nicht warten. Ja, ist okay. Ja, dann komm auch mal mit. Ja, das glaube ich eh Raucher. Ich glaube, dann bringt es eh nichts, dass er noch weiterlebt. Also, na. Gut, ich bin selber Raucher, aber er hört sich ja schon sowas von unfreundlich an. Also, das muss ich mir ja nicht bieten lassen hier in dem Haus. Schon gar nicht in so einem teuren Privat. Da ist er schon. Ach du Scheiße, ist ja schnell gewesen. Hä? Oder, okay. Gut. Nehmen Sie Platz. Außer er möchte sich jetzt nicht setzen. Ich gehe dann nochmal. Ich beobachte mir das Spielchen mal an. Für welchen Stuhl entscheidet er sich? Den linken oder den rechten? Oder für gar keinen? Wir warten noch einen kleinen Moment, aber dann ist es auch Schnuppe. Oh, ist ein Fehler drin. Kann natürlich auch sein. Hahaha, ha, ha, witzig. Das ist mal wieder so ein Opa. Gut. Da gibt es nur eine Möglichkeit. Ich speichere mal lieber vorher. Bevor da jetzt noch irgendwie was schief geht bei der ganzen Sache. Sonst muss ich das ganze Spiel nochmal neu anfangen. Okay, nicht erschrecken. Halt! Hin! Genau, und der ist jetzt aber nur ohnmächtig. Das heißt... eine Giftspritze. Das ist natürlich jetzt ein bisschen ein bisschen unerwartet gewesen, dass der sich jetzt nicht hin... Aber es war, denke ich mal, ein Fehler. Kann man nichts machen. Jetzt ziehe ich halt eine kleine Blutspur hinter mir her, oder? Ah, jetzt war nur der Kopf auf Praller. Die Kopfnuss! Auf jeden Fall habe ich jetzt drei Leute, die ich halt als Bonusmission nehmen hätte können. Und die habe ich jetzt auch gemacht. Kriege ich auch ein bisschen mehr Geld. So, mal die... Kann man gar nicht, schade. So, und jetzt kann ich mich halt um was Ernsteres kümmern. Um unsere Hauptmission. Und die werden wir auch natürlich auch mal uns, ja, annehmen. Wollen wir mal kurz was gucken? Ah, hier geht's runter. So, jetzt gibt's mehrere Varianten. Ich zeige die eine Variante, die ich doch sehr schön finde. Und zwar... Ah, nee, warte mal, ich hole mir erstmal kurz meine Waffe, glaube ich. Weil nicht, dass doch was schief geht und dann muss ich doch mal ein bisschen schießen. Und, komm, mach zu. Geh doch zu! Ah, geht doch. So. Genau, jetzt. Ah, geht doch, guck. Ich wollte es einfach mal ausprobieren, wenn nicht, mein Gott, ich habe da gespeichert. So. Jetzt habe ich was sehr Schönes vor. Und zwar... putt machen! Genau, jetzt denkt er sich, hä? Wer ist das denn gewesen?
So, um den jetzt aber nicht zu töten, weil das möchte ich ja eigentlich nicht, muss ich mal kurz gucken, dass ich eine Betäubungsspritze nehme. Und das, ich speichere lieber nochmal vorher. Ab und zu vergesse ich bei manchen Spielen, wo man speichern muss, weil es ganz wichtig ist, zu vergessen. Dann spiele ich und bin so im Spielrausch drin. Ah. Gut. Nein! Boah, hab ich ein Glück gehabt, ey. Alter, hab ich ein Glück. Okay, erstmal Körper ziehen. Zum Mülltonnen hin. Da kam gerade eine Frau rein. Hier, so eine Wachtusse, ey. Alter, Vater. Das war jetzt aber gar nicht schön. So. Ah, ne, die möchte ich nicht. Ich möchte gerne... Das möchte ich haben. Klappe öffnen. Körper ziehen. Und natürlich Körper entsorgen. So entsorgt man Körper. Wenn man keinen Bock mehr drauf hat. So. Okay. Jetzt natürlich hole ich mir ein Video. Beweisvideo. Wollen wir auch. Und die Rea-Zugangskarte. Die brauchen wir natürlich auch, um hier reinzukommen. Hier werden auch unterschiedliche Sachen hier durchgeführt. So, jetzt hoffen wir mal, dass es klappt. Das war immer so der schwierige Part eigentlich bei dem Ganzen. Da jetzt reinzukommen. Mal kurz gucken. Ein Polizist und hier sind natürlich die Arzthelfer. Und die bräuchte ich eigentlich auch. Jetzt muss ich genau abtimen, damit ich... Genau, den Doktorkittel brauche ich nicht, weil ich darf da nicht rein als Doktortherapeut. Da dürfen nur diese Typen rein. Jetzt muss ich halt gucken. Entweder nehme ich den oder nehme den Typen. Den Polizisten, der läuft jetzt immer hier seine Runden. So, warte mal, jetzt gucke ich mal ganz kurz. Ah, jetzt geht er mit oder was, ey? Mann, seid ihr schwul oder was? Schöner Tag heute. Ja. So, ich möchte ja auch versuchen, wie gesagt, das irgendwie gut hinzubekommen, dass da jetzt nichts schief geht. Okay, warte mal, jetzt gehen alle daher. Jetzt muss ich mal gucken, wo der Polizist gleich hergeht. Okay, der geht da rein. Das wäre cool, wenn der mit hochgehen würde. Aber ich glaube, der geht nur seine Runden da. Genau. Ja. Gut. Also muss ich mich jetzt entscheiden. Welchen Idioten nehme ich? Lass das Licht an, Mann! Okay. So, geht zum Lichtschalter hin. Ah ne, warte mal. Ich habe noch eine... Oh, wo ist sie? Betäubung. Boah, nochmal Glück gehabt, ey. Okay, jetzt muss ich mal kurz einmal was schauen. Okay, der ist da. Der geht jetzt dahin. Jetzt kann ich den Körper ziehen. Jetzt aber schnell. Weil schnell wegbringen, ab in die Truhe. Nicht, dass mich jetzt doch einer sieht. Gut. Weil da bin ich schon oft erwischt worden, gerade beim Reinladen der Leichen. So. Gut. Bisschen Blut, aber... Ach, hat er irgendwas dabei gehabt noch? Ich glaube nicht. Moin moin. Und ab. Ach, scheiße. Gut, jetzt bin ich einer von denen. Jetzt nehme ich mal den Zellenschlüssel. Den brauche ich. Okay, ich darf jetzt bloß halt, wie gesagt, nicht erwischt werden. Weil dann rufen die Hilfe und dann kommen die ganzen Polizisten. Und ich werde dann richtig schön, ja, alle gemacht, sozusagen.
So, und hier sind die ganzen schlimmen Verbrecher. Guck mal, sieht man auch. Oh, Verbrecher. Süchtel. So. Mal Tür schließen. Und halt mit Sie? Agenten sprechen. Ich hätte es wissen müssen. Haben mich sediert. Psychopharmaka. Was sie getan haben. Das ist der Kerl. Hier. Ich hol sie heraus. Die lassen mich nie lebend raus. Ich weiß. So, jetzt muss ich dann halt den Agenten sedieren. Das heißt halt schlafen legen. Das sieht aus, als wäre er tot. Aber ist er gar nicht. Nein! Das ist natürlich geil, ey. Man tut halt so oder man haltet keinen Puls mehr. Identität angenommen. Ich erledige jetzt den Rest. Sehr gut, 47. Das hier wird Sie vielleicht interessieren. Das Mächtegleichgewicht der New Yorker Familien wurde gestört. Ich hätte deshalb noch zwei kleine Aufträge für Sie. Neben Ihrem Primärziel halten sich zwei weitere Mitglieder der Gruppe im Gebäude auf. Pro Kopf wären $50,000 Bonus für Sie drin. Es liegt ganz an Ihnen. Verstanden. Ah gut, ich habe jetzt 100.000 plus noch einen dritten. So, und jetzt hau ich wieder ab. Das kann ja auch ein bisschen schneller gehen. Genau. Hau ganz normal einfach durch die Halle ab. Ich kann es ja. Ich habe ja die Karte. So. Guck, jetzt sieht man auch, dass der angebliche Leichnam weggeschafft wird. So, entweder ziehe ich meine Klamotten wieder an, aber ich lasse doch nochmal an. Und versuche ganz schnell nach da unten zu laufen. Ja, so habe ich es halt immer gespielt. Klar, ich bin auch einfach mal durchgerusht und habe einfach alle abgeknallt, so wie ich gerade Lust hatte. Aber das ist jetzt nicht Sinn der Sache beim Let's Play, jetzt euch das so zu zeigen, sondern halt so zu zeigen, wie man es vielleicht machen könnte, um halt wirklich keine Aufsehen so doll zu erregen. So, jetzt bleibe ich halt hier stehen, warte, bis dann hier in der Exit-Halle dann halt die Leichenhalle mein Typ hinkommt. Jetzt kann man gucken, da wird er hingefahren, dauert noch einen kleinen Moment. Ja, das war's eigentlich dann schon. Ob man es vielleicht noch besser machen kann, bestimmt, dass man noch vorsichtiger ist und vielleicht auch so gar keinen irgendwie umnocken muss. Keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, der dritte Typ, was der überhaupt, ja, für eine Rolle hatte, die ich jetzt noch umgebracht habe. Hätte ich mal gewartet, klar, hätte ich genau gewusst, wen ich jetzt umbringen muss noch, dann wären es auch am Blinken gewesen. Aber dadurch, dass ich es schon wusste, aber gut, jetzt habe ich euch, was will das vorweggenommen eigentlich, Guckt euch einfach dann das Anfang nicht an, spult einfach vor. Aber so schafft man es halt noch schneller, mein Gott. Er ist einfach nur eine Hilfe für euch, ja. Es gibt zwar auch ein paar Missionen hier in dem Spiel, die ich nicht so gut schaffen werde. Das sage ich euch jetzt schon mal. Die jetzt doch ein bisschen schwierig sind. Zack, da ist er. Gut, jetzt muss ich halt warten, bis ich da rein kann. Jetzt hoffe ich mal, dass ich auch da rein darf. Nicht, dass die Polizisten mich doch noch erwischen. Okay. Weil ich komme so in die Tür gar nicht rein. Ich bräuchte dafür irgendwie einen Schlüssel. Und den habe ich bis jetzt noch nie gefunden. Es ist nicht der Zellenschlüssel, es ist irgendein Schlüssel. Aber den, keine Ahnung. Darum muss ich mich halt immer beeilen. Stelle mich hier hin, warte, bis er dann rauskommt. Zum Beispiel jetzt. Guck. So. Was kommt der Arsch doch noch hinterher? So, ich verstecke mich mal lieber mal hinter. Komm, dreh dich um. Weil ich hätte jetzt meine Zivilklamotten an. Dann wäre es doch was anderes gewesen. Jetzt warte ich noch, bis die Tür zu ist. Und werde ihn wiederbeleben. Zack. Guten Morgen, liebe Sorgen. Seid ihr heute auch schon alle wach? So, er ist jetzt wach. Und ich kann zum Exit gehen und fliehen. So, Kills insgesamt 3 Stück. Knackkampf 3. Aufgeflogene Tarnungen. Einmal Zeugen ein. Oh, doch ein Zeuge. Wer war das denn?
Geist bin ich auf jeden Fall, mein Gott. Lärm, dann Gewalt, ja gut, ein bisschen mehr. Aber ich werde mir das jetzt halt wieder kaufen, damit ich jetzt wieder, zack. Das ist nicht witzen, ne? So, Carmen del Salvo getötet. Die Polizei geht von einem Auftragsmord aus. Ja, haben sie auch recht. Das LIPD hat heute Morgen bestätigt, dass Waffenschmuggler Carmen del Salvo gestern in der Pinecone Rehabilitationsklinik getötet worden ist. De Salvo war Opfer bei einem Zwischenfall mit zwei weiteren Toten. Alle Opfer waren unbeteiligte Passanten, die zur falschen Zeit am falschen Ort waren. Die Behörden sind der Meinung, dass eine Mehrzahl der Morde verwendet wurde. Strangulierwerkzeug, tut mir leid. Übersprungen. Das LAPD verhört derzeit einen Zeugen, der sein Leben retten konnte. Der Zeuge bezeichnet den Täter als Chamäleon. Okay. Ne, gut. So, machen wir weiter. So. Speicher mache ich gleich und dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen heute wieder bei Hitman Blood Money. Tut mir leid, dass vorhin kein MLB kam. Ich habe einfach keine Zeit dafür gehabt, das aufzunehmen. Morgen, klar, wird dann halt wieder MLB laufen. Ich muss schauen, wie ich das mache mit den, aber ist eigentlich scheißegal, ich lade eh jeden Tag hoch. Dann würde ich mich schon mal freuen auf MLB, dass ihr da wieder zuschaut. Und natürlich auch auf Hitman. Und da würde ich, wie gesagt, nochmal sagen, Dankeschön fürs Zuschauen bei Hitman Blood Money mit mir, Ingo Viva. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.